Und herzlich willkommen zur dritten Runde Sniper Elite 2. Hoi hoi! Wir machen heute mal Errungenschaften abfahren. Ich nehme den hinteren. Ich hab's aus! Ich hab's aus! Ich hab's komplett abgeschaltet. Also die Kugel hat er nicht kommen sehen, glaube ich. Backshot. Habe ich markiert, oder? Ja. E gedrückt lassen und aufstehen musst du. Ungefähr da, wo die Hosentasche ist. Komm. Kein Eierschuss, oder? Nein, ich habe die Lunge getroffen. Genau, das ist jetzt bei dem Fahrzeug auch. Du siehst die Schwachstelle von dem Fahrzeug, wenn du einfach das Fernglas guckst. Und das Ding markierst. Du kannst bis zu 7 Sachen markieren. Hast du nicht einen Panzerschreck für sowas? Den brauchen wir für was anderes, glaube ich. So. Du hast das eine Kriegstagebuch jetzt, ja? Die Deutschen setzen. Ja, warte. Wo haben wir das zweite jetzt gefunden? Das zweite ist hier gar nicht. Das erste ist hier. Ja, ich habe zwei. Ich habe Kriegstagebücher, zwei von zwei. Hast du 1 von 1 optionale Ziele, 1 von 1 Sammelkarte, 1 von 1 Scharfschützen? Nein, das ist nichts. Okay. Jetzt hätte ich gesagt, du hättest meine oder so. Frage mich gerade auf, wie wir es angestellt haben. Wenn ich mich ducke, hören sie mich nicht. Ich dir auch empfehlen, immer mit der Waffe unter den Helm zielen, weil ab und zu drehen sie sich nochmal um. Zeit für so ab Mission treu. Snaffig. Warum haben wir immer noch 0,8 Stealth-Abschlüsse? Ja, den ersten Stealth-Abschluss, das ist die Aktivierung für die Nebenquest. So, den da noch messern und die anderen machen wir eine Granate. Ist da unten nicht ein Munitionspaket? Ja, geh zurück. Du musst achten, dass die leise sind. Und jetzt gehen wir nicht gleich rein, sondern wir gucken mit dem Fernglas und suchen uns alles ab. Ganz wichtig bei Stealthy sein. Erstmal ist hier jetzt einer. Den können wir von hinten messen. Oh, du bist nicht da. Oh, dann mache ich das. Ich habe schnell noch Leichen geplündert. Ja.
Sag mir, wenn du da bist. Bin hinter dir. Im Zelt ist einer. Ja. Schleichen und messern. Musst, wenn der Raketenwerfer schießt, das siehst du ja an den an diesem Soundsymbol mittig, dann musst du schießen. So, jetzt gehen wir erstmal spotten. Ja, da vorne ist einer, ich konnte ihn noch nicht markieren, weil direkt hinter den Kästen gelaufen ist. Okay. Dann. Nicht so weit vorgehen, der kommt wieder. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Da kommt er. Sehe ihn nicht. Moment. Da ist er. So. C gedrückt halten, hinlegen. So, pass auf. Kann mich nicht hinlegen jetzt. Du hast ja, du hast mit Q gedrückt halten, hast du ein Kreismenü. Du kannst die auch herlocken. Und zwar zum Beispiel mit dem Steinwurf. Du hast den Stein. Und ich werfe den Stein jetzt hier an die Kisten ran. Und du schleichst dich dann hin und messerst ihn. So. Ich glaube, das ist kein Vollidiot. Nein, das hat er nicht gehört. Im Zelt ist auch noch eine. Achtung, bewegt sich. Ich werf nochmal einen Stein. Jetzt kommt er. Oh, es haben 3, 4 gehört. Da kommt er einer. Er ist hier irgendwo. Soll ich es versuchen? Nein, noch nicht. Guck mal, vom Zelt kommt auch noch einer. Den vom Zelt knall ich ab. Du musst, wenn du mit der Pistole schießt, die ist total schwach, weil die hat einen Schalldämpfer. Nur auf die Leute Kopfschüsse machen, die eine Kappe aufhaben. Du kommst nicht durch den Stahlhelm durch. So, einer weg. Ich hole ihn wieder. Okay, er kommt. Runter. Ich sehe absolut nichts. Er kommt. Schön rum, gleich rumkrabbeln. Da kommt noch einer. Jetzt? Oh, scheiße, ja, schade, bleib. Oh, oh. Wenn er hier ist, finden wir ihn. Ist zum Glück sind die doof. Ich sehe ihn! Mist, versaut. Ich sehe ihn!
Gegendeckung. Je länger wir warten, je besser ist es. Dann sehen sie uns nicht mehr. Sprechen dann den Alarm ab. Der wollte eine Granate werfen. Das ist doof für ihn. Hinter uns? Ja, sicher hinten ab. Kommen zwei Stück. Mhm. Waren ja auch ein Granatwerfer, ne? Das ist halt jetzt der Nachteil. Die Granatwerfer schießen jetzt nicht mehr und wir können nicht mehr unbemerkt snipern. Denk ans Messer an. Verfolge ihn gerade. Ganz heimlich, still und leise, hat mich nicht gesehen. Kannst du dich bei denen hier rumschleichen, die ich gerade ablenke? Kann ich. Das sind drei Stück. Der Alarm ist auch gleich rum, wenn du dich nicht blicken lässt. Ja, hier ist ein Gang. Brauche eine Minute. Auf meinen Befehl warten. So, Alarm ist rum. Mhm. Kannst markieren. Ja, super. Einen krieg ich nicht markiert. Okay. Ist ein Stein schmeißen oder irgendwas? Ja, das ist schon rum. Mit welcher Taste? Ach, mit F. Ja, alles mit F. Ich habe einen Feuerstein gemacht, ne? Okay, dann gehen sie gleich beide dahin. Okay, hier geht's nicht rum, Scheißleben. Und hinter dir? Mhm, pass auf, da kommt einer. Ja. Das ist doof, wenn mit Stahlhelm der Wichser. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Wir haben die dich jetzt gesehen? Wir haben dich gesehen. Ich bin wie hier unten. Ich war hinter der Kiste. Ja, ich war unten. Es sind zwei. Mhm. Bleibt da. Haben. Der eine Nerv, der hier hinguckt. Ja. Danach geht immer wieder zu seiner Kanone zurück. Ja, warte mal, den einen snipern wir. Und dann warten wir, bis der andere sich wieder beruhigt hat und dann messerst du den. So, das hat er jetzt gehört und jetzt geht er gucken, was da los ist. Macht Mimimi. Also wie? Solange das gelb ist, ist alles okay.
Oh mein Gott, sie haben meinen Roy getötet. Was? Gleich beruhigt er sich und dann geht er zurück. Okay. Und? Und da? So, und jetzt hinschleichen und erledigen. Da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Jetzt sind wir noch nicht fertig hier. Nebelwerfer ausgeschaltet. Überprüfen. Nein, wir überprüfen noch nicht den Backham. So. Wir gehen jetzt zum Sniper-Nest. Ich habe hier, glaube ich, alle getötet. Hier müsste was liegen. Ich glaube, hier drin waren wir doch vorhin. Wo wir abgeknallt wurden. Was hier? Okay. So, Sniper-Nester. Sniper-Nester erkennst du an diesem Bogen. Da, das ist ein Sniper-Nest. Und du erkennst es, komm mal mit hoch. Du erkennst es an diesem Helm hier und an dem Zeichen. Da das Zeichen irgendwo schon auf dem Boden siehst, ist dann Sniper-Nest in der Nähe. Du machst dieses Brett hier weg. Mit der Leertaste und dann Taste? Was jetzt? Was da? Geh mal gucken, ob das jetzt dann Weitschuss war oder nicht. Ja. Sniper-Nest ist weg. Was fehlt dir jetzt? Optimale Ziele, Sammelkarte und das war's. Optionale Ziele und Sammelkarte. Optionale Ziele ist Messern. Wie viel haben wir denn? 7 von 8. Scheiße. Und Sammelkarte, okay. Wo war die? Scheiße, dass ich die nicht mehr sehen kann. Da. Glaube ich. Hast du gefunden? Nein. Wo war die denn? Wie groß sind die Kinder? Kann man die übersehen? Die kann man gut übersehen, ja. Geh mal auf den zweiten Turm hoch. Nicht aufs Sniper-Nest, da ist noch ein Turm. Ich glaube, die war auf dem Turm. Ist eine kleine Karte oder mehrere Karten liegen da. Ja. Gut. So, dann
raus. Jetzt sind wir fertig. Optional haben wir halt jetzt nicht. Ist doof. Habe ich den nicht als Gegner gehabt, ey. Ich frage mich jetzt, was der Unterschied zwischen Uncut und Cut ist, ne? Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt mehr Blut als du? Ich weiß es nicht. So, Frage ist, machen wir es jetzt nochmal, um alles zu kriegen, oder? Ich glaube, die nächste Mission wollen alle sehen. Wahrscheinlich, ja. Und die nächste Episode von Demi der Sniper sehen Sie nächste Woche Samstag um 0:70 Uhr bei Ihrem Lieblingssender, also Lane TV. Wir verloren Tobruk. Mein wir brauchen Katzenfutter spenden für Manoli. Des britischen Marinenachrichtendienstes. Aber ich lasse euch noch die Cutscene sehen in dieser Folge. Hitler ist nach Afrika gefolgt, einem skrupellosen Verfechter von Nervengas während des letzten Krieges. General Mission 2, Zusatzaufgabe, total easy, in jedem Brunnen eine Leiche entsorgen. Erste Anlaufstelle ist die Gaborone. Es gibt drei Brunnen. Transportknotenpunkt der Aktienrechte. Spätrupps und Kommandeure. Nebst Geheiminformationen. Ich habe den Schutz der Dunkelheit auf meiner Seite. Ein paar Offiziere sind in der Gegend. Darum beginne ich hier mit der Suche. Um den See herum gibt es zahlreiche Anhörungen. Perfekt, um ein Gewehr aufzustellen. Wenn du Auswahl hast, nimm mal eine Telemine mit. Und ich werde ihn finden. Die brauchen wir. Neuer Gegenstand. Du kannst einfach bei Bewaffnung draufgehen und kannst du alles ein bisschen ausrüsten und dein Gewehr upgraden. Obwohl, ich habe einen Panzerschreck drin. Ah, ich habe noch keine Landminen. Ach, schade. Ah, okay, kriegst du Level 3 wahrscheinlich. Aber ich hab Dynamit. Dynamit ist hier nicht so prickelnd. Du musst Dynamit legen und mit dem Gewehr draufschießen oder mit dem Feuerstein anzünden und warten, bis das Ding dann explodiert und hoffen, dass da einer in der Nähe steht.